Anscheinend ist es so, dass diese Entwicklung, dass man dunkelhäutigere Menschen als weniger, also sozusagen hierarchisch betrachtet, als weniger wert betrachtet hat, das war eigentlich so eine Entwicklung, die vorher gar nicht da war, wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Dass halt zu dem alten vorislamischen Nahen Osten gehörte, dass man da keine Unterschiede machte, sondern immer Menschen individuell betrachtet hat, also wie, was die gemacht haben oder vorgestellt haben oder geleistet, dann hat man die gelobt oder eben nicht gelobt, aber man hat sie nicht in Sippenhaft genommen. Aber das sagt mir jetzt noch nicht so richtig viel über die Farbe des Iblis auf diesen Abbildungen. Ich gehe nur mal davon aus, dass das Abbild von At-Tabari, was man da kennt, zum Beispiel aus dem 9. Jahrhundert, dass das eben schon in der Frühzeit des Islam war und dass das schon wahrscheinlich irgendeine Bedeutung hat. Aber bisher bin ich noch nicht auf Quellen gestoßen, die darauf genau eingehen. Also das kommt hoffentlich noch. Da werde ich vielleicht noch eine Lösung finden. Weil man muss sich dann schon innerhalb dieser Zeit bewegen. Man kann es nicht mit unseren heutigen Augen betrachten und sagen, okay, Teufel, Iblis, dunkel abgebildet, schwarz abgebildet, schlecht oder so.